Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, aus der Reihe Companion Bible sind wir nun bei Appendix, und zwar 69, oder Anhang 69. Es geht um das englische Wort Trust, also Glauben. Prüfet alles und das Gute behaltet. Im Alten Testament gibt es 7 hebräische Wörter, die mit Vertrauen, das selbst 155 Mal vorkommt. Vertrauen ist die neutestamentliche Testamentwelt Glauben. Erstens Pata, sich anvertrauen, so dass man sicher ohne Angst ist. Dieses ist das Wort, das an 107 Stellen mit Vertrauen wiedergegeben wird. Das heißt, an allen Stellen außer den unten genannten. Zweitens, Hassa, fliehen, Schutz suchen. Dies ist das Wort, das an 37 Stellen mit Vertrauen übersetzt wird, nämlich, und da dann die entsprechenden Bibel. Also hier haben wir die entsprechenden Bibelstellen zum Nachschlagen. Dann drittens, Amma, auf etwas vertrauen, daher sich auf etwas verlassen oder darauf ausruhen. Wird wiedergegeben, Vertrauen in 6 Passagen, wie ich es hier jetzt markiert habe. Dann viertens, Hul, verweilen oder warten, nur einmal, ein Vorkommen, Hiob 35, 14. Galal, einmal anrollen, merkt man schon das Wort Galiläa, rund, einmal abfallen, Psalm 21, 8. Jahal, mit Zuversicht warten, Hiob 13, 15, Jesaja 51, 5 und als 7. und letzte Stellen Jatz, sich auf etwas verlassen, kommt einmal vor in Daniel 3, 28. Da hier jetzt das Original aus der Companion Bible. Die Companion Bible kann man problemlos downloaden, gratis, komplett im Internet. Oder aber auf Bibelkreis.ch ist ja auch drauf. Oder man kauft sie einfach. Kostenpunkt 60 bis, sagen wir mal, 120 Euro, je nachdem. So, ich hoffe, ich konnte euch eine Anregung geben. Das ist ein Bibelstudium von einer Stunde maximal. Im Herrn Jesum Christum einen ganz wunderbaren Tag.